Der glücklichste Tag. Einen fröhlichen, was dich glücklich macht, Tag. Was? Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Heute ist der Tag, an dem wir alle etwas tun, das uns glücklich macht, wie der Schönheitssalon. Genau so ist es. Wir lassen uns die Haare und die Fingernägel machen. Auf geht's. Daisy, können wir uns erst anziehen? Oh, natürlich, wenn euch das glücklich macht. Kann ich euch helfen? Ja, wir hätten alle gerne einen Termin. Oh, das tut mir furchtbar leid. Wir sind ausgebucht. Also frühestens geht es Dienstag in 2 Wochen. Aber das ist kein Was-dich-glücklich-macht-Tag. Das ist nur ein Dienstag. Ach, ist schon gut, Daisy. Ich habe da eine Idee. Wir lassen uns unsere Haare einfach im Pop-up-Salon machen. Bei meinem Bürzel? Super Idee, Minnie. Ach, Minnie, vielleicht könnt ihr euch auch um meine Frisur kümmern für den Was-dich-glücklich-macht-Tag. Natürlich, Mrs. Beagleman. Wir treffen uns im Park, ja? Im Park. Oh Mann, also das macht mich jetzt glücklich. Donnerwetter, das nenne ich mal einen Schickimicki-Rasenmäher, mein lieber Herr Platzwart. Willst du mal eine Runde drehen, Goofy? Oh Mann, das macht mich wirklich glücklich am Was-immer-dich-glücklich-macht-Tag. Yippie! Hallo, Clarabella. Einen fröhlichen Was-dich-glücklich-macht-Tag. Das wünsche ich dir auch. Überrascht mich nicht, dass Clarabella heute ihr Bananenbrot verkauft. Weil sie das glücklich macht. Und der Pop-up-Salon macht mich glücklich. Möchte niemand mehr ein Bananenbrot? Tja, dann ist es Zeit für mich, abzufahren. Du willst wegfahren, Clarabella? Wow, dieses Ding ist ziemlich schnell. Ich mache Ferien. Mir ist klar, das ist ein großer Schritt. Aber das ist etwas, das ich tun muss. Ich werde dich und dein Bananenbrot sehr vermissen, Clarabella. Was? Clarabella verlässt uns? Ah, bei meinem Bürzel, das gefällt mir. Oh je. Hallo, Mrs. Beagleman. Bereit für eine neue Frisur? Naja, ich bin nicht sicher. Ich fühle mich nicht sehr glücklich nach dem, was ich gehört habe. Niemand möchte mehr Clarabellas Bananenbrot. Was? Sie macht einen großen Schritt und will von hier wegziehen. Clarabella will von hier wegziehen, weil niemand ihr Bananenbrot haben möchte? Aber ihr Bananenbrot ist das Größte. Tüdelü, alle miteinander. Macht's gut. Oh, ich werde euch vermissen. Ich fahre nach Hause und packe. Oh, ich kann meine Ferien kaum erwarten. Du liebe Goethe, sie will wirklich wegziehen. Wir können nicht den Was-dich-glücklich-macht-Tag feiern, weil niemand mehr glücklich sein wird, wenn Clarabella von hier wegzieht. Du hast recht, Daisy. Wir müssen unserer Freundin helfen. Ich wette, wenn wir in der Stadt eine Sammlung für Clarabellas Bananenbrot machen, dann zieht sie auch nicht weg. Eine super Idee, Daisy. Teilen wir uns auf, dann sammeln wir mehr Bestellungen. Ich helfe euch natürlich. Na dann los. Yippie! Ah! Wow! Juhu! Hallo! Oh. Keine Sorge, nichts passiert. Jetzt weiß ich auch, wie man das Ding anhält. Hilfreiche Helfer sind immer da. Wir helfen dir, das ist ganz klar. Wir helfen unserer Freundin Clarabella, Bestellungen für ihr Bananenbrot zu sammeln. Euer Lied braucht auch Hilfe, aber das muss wohl noch warten. Viel Glück bei den Bestellungen, Minnie. Dankeschön. Wir suchen nach vielen Leuten. Je mehr Bestellungen, desto besser. Wenn ich nur an Clarabellas Bananenbrot denke, werde ich hungrig. Das sind super gute Neuigkeiten. Wir haben unsere erste Bestellung. Eine für die hilfreichen Helfer. Oh, sieh mal, hungrige kleine Kerlchen auf 2 Uhr. Starrite! Bananenbrot! Bestellt Clarabellas frisches Bananenbrot bei uns. Heiß und frisch. Auf den Tisch. Oh, ich liebe Clarabellas Bananenbrot. Ich bestelle ein Brot. Heiß und frisch. Ja, ich auch. Plus 6 Bestellungen für die Spieler. Ja! Das sind 8 Bestellungen. Na bitte, wer sagt's denn? Hey, da ist Clarabella. Und pass bitte gut auf mein Haus auf, ja, Hilda? Aber natürlich, keine Sorge. Oh nein, Clarabella übergibt Hilda ihr Häuschen. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Du musst die Augen aufmachen, weil du fährst. Ach ja, richtig. Oh, hallo, Minnie. Hallo, Mr. Doozy. Möchten Sie vielleicht eine Bestellung für Clarabellas köstliches Bananen?
Bananenbrot für ihre Gäste aufgeben? Clarabellas Bananenbrot? Oh, das ist so lecker. Hast du gehört? Sie bieten Clarabellas Bananenbrot hier im Hotel an. Ich möchte eins. Schmusi-Dusi-Hotel, hallo? Hallo, Rezeption. Ich möchte gern 3 Bananenbrote von Clarabella bestellen. Mimi, ich brauche jede Menge Clarabellas Bananenbrote und zwar schnell. Wird erledigt, Mr. Dusi. Ja, meine Dame, 2 Bestellungen. Wird erledigt. Keine Sorge, Goofy. Wir haben den Rasenmäher in 0, nichts repariert. Danke, Mickey. Hallo, Mickey. Allen fröhlichen, was dich glücklich macht, Tag. Danke, Minnie. Deshalb bin ich hier, weil mich in der Garage zu arbeiten glücklich macht. Selbst Donut ist heute glücklich und zufrieden. Zumindest war ihr glücklich. Möchtet ihr hart schuftenden Jungs Clarabellas Bananenbrot bestellen? Was denkst du denn? Oh, Junge! Ich will 2. Ich will doppelt 2. Wunderbar. Clarabella braucht Bananenbrotbestellungen, damit sie nicht von hier wegziehen muss. Sie sind weg? Das dürfen wir nicht zulassen. Wir helfen bei den Bestellungen. Oh, das würde mich so glücklich machen, am was dich glücklich macht, Tag. Ist schon so gut wie erledigt. Holt so viele Bestellungen für Clarabellas Bananenbrot wie möglich. Wir treffen uns bei ihr zu Hause. Alles klar. So, bitte, Goofy, er läuft wieder. Kommt, Freunde, helfen wir Clarabella. Jetzt nicht! Wer möchte Clarabellas Bananenbrot? Hilfreiche Helfer! Hallo! Oh, Clarabella, das musst du doch nicht machen! Ich muss nicht meine Sachen packen? Nein, wir haben jede Menge Bestellungen für dein Bananenbrot. Siehst du? Ganze 42 Bestellungen. Was? Aber ich, Hallo, Clarabella. Hier sind 18 Bestellungen für dein Bananenbrot. Und ich hab 7. Es ist normal, 20 und 2 Bestellungen. Süße Buttermilch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt fahren kann. Ach, Clarabella, du darfst uns nicht verlassen. Wir möchten doch, dass du hier bleibst. Das ist richtig. Geh nicht. Das lassen wir nicht zu. Wieso nicht? Ihr wollt nicht, dass ich in die Ferien fahre? Was? Ferien? Na ja, ja. Was dachtet ihr denn, hä? Wir dachten, dass du wegziehst. Für immer. Weil du nicht genug Bananenbrot verkauft hast. Was? Wie kommt ihr denn bloß darauf? Oh je, dann habe ich wohl missverstanden, was du im Park gesagt hast. Aber du hast doch Hilda den Schlüssel zu deinem Haus gegeben. Ja, damit sie meine Pflanzen gießen und meine Post aus dem Kasten nehmen kann. Das Missverständnis tut uns furchtbar leid, Clarabella. Fahr du ruhig in die Ferien. Wir werden all die Bananenbrote machen. Clarabella, mach den Ofen starten. Ich habe 575 Bestellungen für deine berühmten Bananenbrote. Bei allen Hofen. Wie süß von euch, mir all die Bestellungen für Bananenbrot zu bringen, nur um mir zu helfen. Oh, das macht mich ja so glücklich. Und mich macht glücklich, zu sehen, dass du glücklich bist. Hey, dir zu helfen war wie zu feiern, denn das macht mich auch glücklich. Und darum geht es doch am Was-dich-glücklich-macht-Tag. Wenn du deine Freunde glücklich machst, dann macht dich das glücklich. Und am glücklichsten bin ich, wenn ich mit meinen Freunden Bananenbrot backen kann, bevor ich losfahre. Jemand, den du liebst, ist glücklich, nur ganz allein wegen dir. Genau das macht dich selber glücklich. Und für dieses Gefühl, da danke ich dir. Ich fühl mich ja so glücklich. Ich hab ein Lachen im Gesicht und ich denke an dich. Ich fühl mich ja so glücklich. Das Gefühl ist wunderbar und uns beiden ist klar. Ich fühl mich ja so glücklich. Mach's gut, Clarabella. Ich wünsch dir schöne Ferien. Die werd ich haben. Danke, hilfreiche Helfer! Freunde glücklich zu machen am Was-dich-glücklich-macht-Tag ist das Beste. Ich möchte, dass ihr Supi-Supi-Freundinnen auch glücklich seid. Was möchtet ihr gern machen? Naja,
Ich habe großen Hunger. Wie wär's mit einem leckeren Essen? Mit Bananenbrot zum Nachtisch? Nichts auf der Welt würde mich glücklicher machen. Schau Mickey Maus Kunterbunte Abenteuer im Disney Channel.